Es ist angerichtet, alles hereinspaziert, Sportsbacker wartet und damit auch Andreas. Hallo natürlich auch vom Lenz, guten Appetit für die weitere Sendung. Und Kimiko, Kirschblüte, hast du auch schon Hunger? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportsbacker. Ich interpretiere das einfach mal als ein Ja. Der heiße Draht darf natürlich nicht fehlen, fragt sich nur, was da heißer ist. Außerdem, es wird gegessen und getrunken. Tja, nur wer das macht, der hat diesmal verloren. Mal was Neues. Diese Büchsen sind schon getrunken, müssen jetzt getragen werden über einen Parcours. Tja, und was so ein Drehwurm alles anrichten kann, das hätte man vielleicht vor dieser Sendung nicht gedacht. Nach dieser Sendung seid ihr in vielen Dingen deutlich schlauer, das verspreche ich euch. Deshalb, bis gleich. Ja, aber das war sozusagen nur der Appetizer, das Hors d'oeuvre. Jetzt geht's richtig zur Sache hier mit leckeren Wokgerichten. Und das Ganze wird gemeinerweise auch noch in den Saal übertragen, sodass die genau sehen, was dieser Profikoch ihnen jetzt zaubert. Kleine Erfrischung gefällig? Ja, das macht doch wirklich Laune. Gebratenes Schweinefleisch mit Reis und da wird es ganz hart für unsere Kandidaten. Das ist der Moderator vom Kochstudio. Und der isst denen jetzt richtig lecker was vor. Bricht die Widerstandskraft? Nein. Oh, jeder hat's wieder einen erwischt. Aber der war schon ziemlich lange dabei. 6 Stunden, 9 Minuten, das ohne Essen auszuhalten, ist wirklich eine ausgesprochene Herausforderung. Weiter geht's mit Dosentragen. Tatsumori Kano und seine Frau Asami haben sich Monate, ja jahrelang darauf vorbereitet, immer wieder zu Hause mit leeren Dosen geübt. Immer wieder Dosen leer gemacht, nehme ich mal auch fast an. Aber da die optimale Kleidung für die maximale Bewegungsfreiheit. Sind gut unterwegs, in der Zeit nicht schlecht. Tolle Kandidatin. Schau dir diese Konzentration an. Bis dahin sieht das ganz toll aus. Ein kleiner Wackler. Aber noch sind sie tatsächlich gut in der Zeit. Jetzt kommt da der Sumpf, so heißt das in Japan. Dieses gelbe Schaumstoffkissen heißt das. So schwierig ist das auch, Bidani. Na, dich möchte ich mal sehen, Kimiko, wenn du dieses Schaumstoffkissen bezwingst. Und jetzt dürfen sie die Dosen einmal kurz absetzen. Und sie bekommen die 4 Sekunden, die sie schneller waren als die Zeitvorgabe, jetzt als Gutschrift. Haben also ein bisschen mehr Zeit für die zweite Hälfte. Noch Fragen? Ja, also um kurz zu sagen, 4 Sekunden Gutschrift. Ah, das ist immer besonders schwierig. Das heißt nicht, dass die Kandidaten ausgeschieden sind. Das ist nur zum Erschrecken. Die haben aber wirklich viel geübt. Das merkt man ganz locker. Oh, oh. Zu viel Schräglage. Das kann passieren bei so vielen leeren Dosen. Das ist aber auch wirklich ein extrem schwieriges Hindernis auf dem Weg zur 1 Million Yen. Das ist aber zum Beispiel ein gutes Partyspiel. Das kann man zu Hause auch machen. Vielleicht mit einem etwas leichteren Parcours. Und jetzt ein niegelnagelneues Spiel bei Sports Bakker. Extra für mich. Extra für dich. Die Kandidaten kommen in den Fahrstuhl. Du siehst, es sind 7 Stockwerke. Und in jedem Stockwerk erwartet sie eine andere Aufgabe. Und was jetzt auf sie zukommt, das erfahren sie jeweils von der Fahrstuhlführerin. Und wir sind beim 2. Stockwerk, das heißt 2. Spiel. In 10 Sekunden 3 Stück Sushi essen, denn dann schließt sich der Fahrstuhl wieder. Und wenn er bis dahin nicht wieder drin ist, dann ist die Million futsch. Ich beginne das Spiel allmählich zu kapieren. Die Spielregeln sind noch nicht allzu schwer.
Wir sind auf dem Weg zum dritten Stockwerk. Und das wird ein Koordinationsspiel. Da muss der mutige Herausforderer einen Baseballschläger nehmen und sich in 30 Sekunden 10-mal um die eigene Achse drehen. So sieht das aus. Sieht nicht sehr intelligent aus, aber das Schwierige wird sein, dann wieder den Weg zurück in den Fahrstuhl zu finden. Das ist so kein Zuckerschlecken. Beim besten Willen nicht. Noch 4 Runden, dann ist er erlöst. Das schafft er mit der Zeit. Und jetzt ab in den Fahrstuhl. Aber nur noch 5 Sekunden Zeit. Eine Sekunde und... Der Zug ist abgefahren, das war's. Ja, wann das schon, also wenn das die Stufe 3 war, wie sieht's dann erst in der Stufe 5 aus? Ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und hier, was kommt da wieder reingefahren? Der heiße Draht. Genau. Da liegt das Geld. Es ist weit entfernt. Sehr, sehr weit. Jetzt Mut, rein ins Teufelsrad. Zack! Da ist eine Inspektion, Bill. Also Kimiko, ich glaube, dem heißen Draht macht das weiter nichts aus. Schade, schade, gescheiterte Helden. Aber jetzt haben wir wieder ein Model. Etsuko Hanmura ist 20 Jahre alt. Interessante Perspektive. Kann man so sagen? Ja, da kann man nur hoffen, dass sie es ein bisschen länger übersteht. Nein, 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 nein. Ich glaube, sie kann nicht mehr. Ich glaube, sie darf nicht mehr. Ich glaube, Leistungsfähigkeit am heißen Draht ist antiprokreziproportional, jedenfalls nicht proportional zum Aussehen. Eine gewagte These, wir werden sie, glaube ich, noch in einigen Gelegenheiten überprüfen können. Ich würde sagen, er kommt bis zur Hälfte. Der Judoka, beinhart daneben gelegen, Andreas. Manöverkritik. Ah, jetzt, wo ich ihn so sehe, hätte ich auch gesagt, dass der an der ersten Kurve rausfliegt, selbstverständlich. Du darfst dich vom Äußeren der Kandidaten nicht täuschen lassen. Gongo 5. 31 Stunden sind inzwischen vorbei. Und was macht man, wenn man richtig wach bleiben will und keinen Hunger bekommen will? Ein heißes Bad. Ja, ganz genau. Außerdem redet man natürlich permanent übers Essen. Schluss. Feiertag, Fastenbrechen für diese junge Dame. Sie hat genug vom Fasten. Und das ist natürlich doppelt gemein für ihre Kollegen, die da noch sitzen und nichts essen dürfen. Oh, 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 jetzt fallen sie reihenweise um. Lecker Sushi. Ich glaube, sie hat diesen kleinen Ausrutscher nicht bereut. Glückstrahlendes Gesicht. Oh, oh, oh. Selten hat etwas so gut geschmeckt. Ja, man sieht's. 32 Stunden, 16 Minuten ohne was zu essen. Da denkt man immer, dass diese Mädels Diät machen und Diät und Diät. Aber man sieht, auch sie sind von einem leckeren Essen durchaus zu bezirzen. Finde ich persönlich ja nicht so lecker, was ich da gerade gesehen habe. Das ist eben eine ganz spezielle japanische Delikatesse. Er hat richtig Hunger. Ja, und lässt sich's richtig... Eine Salzstange. Lässt sich's richtig schmecken. Und Reis hinterher, alles, was schnell satt macht. 47 Stunden, 2 Minuten. Oh, und das fängt natürlich an, richtig weh zu tun. Nur noch 4 Kandidaten sind übrig und jetzt gibt's ein leckeres Süppchen. Essen macht dick. Und wie das duftet. Essen macht natürlich auch satt und Essen schmeckt gut. Das leckerste Fleisch. Und guckt's in die Augen, sie können's nicht ertragen. Ob sie es durchhalten, das erfahrt ihr gleich. Ja,
Ja, für Sportsbacker, da braucht man übermenschliche Kräfte, denn Dosen tragen, das will gelernt und geübt sein. Fahrstuhlfahren natürlich auch und wir haben ganz besondere Höchstschwierigkeiten eingebaut. Mal sehen, ob jemand bis zum 7. Stockwerk kommt oder ob er nicht vielleicht doch zuerst erwischt wird vom heißen Draht. Das ist allerdings die wohl anspruchsvollste Übung für heute. 72 Stunden Fasten und wach bleiben. Und zwischendurch gab es immer noch Sport und Baden. Und es wird einem ständig leckeres Essen vorgesetzt. Und jetzt müssen die armen Jungs auch noch einen Kochkurs machen. Ja, zum Beispiel ein leckerer Pfannkuchen. Das finde ich jetzt richtig gemein, wenn man auch noch selber kochen muss. Da ist einfach Willensstärke gefragt, Andreas. Ist noch nicht so ganz dein Ding, oder? Lecker, lecker. Ja, 70 Stunden sind immerhin schon überstanden. Kleine Erfrischung gefällig? Nee, große Erfrischung gefällig. Wenigstens mal dran riechen. Nein? Oder doch? Oder nein? Großartig, aber er macht es wirklich spannend für uns. Und damit ist er raus. Aber immerhin nach fast 71 Stunden. Na gut, also die eine Stunde hätte er jetzt auch noch durchhalten können. Aber wenn alle Kandidaten, die bis jetzt noch im Spiel sind, weitermachen, dann, ja, ich meine, dann zählt natürlich derjenige, der am längsten durchhält. Ganz genau. Das heißt, das kann ja nochmal noch viel härter werden. Aber hier geht es auch ordentlich zur Sache. Zwei 17-jährige Freundinnen, Schülerinnen, die sich hier am Büchsentragen versuchen. Erstmal allerdings ein Liedchen, das sind die ersten 4 Sekunden schon mal weg. Jeder macht mal einen Fehler. Der war allerdings fatal und jetzt diese beiden Nachwuchsmönche mit äußerster Konzentration. Nachwuchsmönche? Novizen. Ja, die haben noch das weiße Tuch. Hat es euch die Sprache verschlagen? Nein, nein, Kimiko, wir passen nur auf. 1 Minute haben sie nur Zeit und da warten noch einige Hindernisse auf sie, bis sie zum ersten Mal ihre Dosen mal abstellen dürfen. Jetzt zum Beispiel diese beiden weichen Matten. Da kommt man leicht aus dem Gleichgewicht. Jetzt noch 10 Sekunden. Das wird sehr knapp. Da hinten ist der Tisch, wo sie die Dosen abstellen dürfen. Nein. Das musste ja jetzt kommen. Ja, hinterher kann das jeder behaupten, Kimiko. Schade, schade. Die hätten bestimmt die Millionen gebraucht. Ja, und der quatscht jetzt erstmal die Fahrstuhlführerin an. Ich will vielleicht ein kleines Date ausmachen für nach der Sendung. Genau. Holt sich da aber eine üble Abfuhr ab. So scheint es zu sein. Und hier sind wir auf Level 3. Die berühmten 10 Runden um den Baseballschläger und dann zurück in den Fahrstuhl. Schafft er das? Orientierungsprobleme? Ja, ja, ja. Ja, nicht ganz fair, nicht ganz fein, denn er hat die Fahrstuhltüren da ja noch auseinandergezogen, aber wir lassen das gelten. Jetzt hat er sie nach ihrer Handynummer gefragt und jetzt muss er in seinem Zustand einen Basketball versenken, meine ich natürlich, und das schafft er tatsächlich. Und backert sofort wieder, das ist erstaunlich. Langsam macht es dir richtig Spaß mit mir, meint er gerade. Aber jetzt hat er es mit etwas zu tun, was noch glitschiger ist als sie. Glitschig, sie ist doch nicht glitschig. Sie entwindet sich ja immer wieder sozusagen. Ach so, verstehe schon, ja. Das heißt, hier heißt es Aale fangen. Einen Aal muss er fangen, einen Aal und ihn in ein extra Becken hinüber tun. Aber die Aale wollen nicht, wie er will.
Die Tür ist zu und der Fahrstuhl ist abgefahren. Leider schiefgegangen und damit fährt natürlich auch die entzückende Fahrstuhlführerin irgendwo hin. Bittere Pille für ihn. Und jetzt haben wir einen Amerikaner am heißen Draht, Billy Shandling, 30 Jahre alt. Und man sieht, er ist das heiße Handeln gewöhnt. Er ist jung und braucht das Geld. In diesen schweren Zeiten an der Toyota-Börse wahrscheinlich schon. Zumindest scheint er viel Zeit fürs Fitnessstudio zu haben. Ja, ist hier jetzt zögerlich? Da verschwendet er ja unendlich viel Zeit. Und schon macht's. Peng! Nimmt's gelassen, genauso gelassen wahrscheinlich einen Millionenverlust an der Börse. Hier hat er jedenfalls 1 Million verloren, zumindest nicht gewonnen. Aber er ist da bei weitem nicht allein. Befindet sich in bester Gesellschaft. Reihenweise scheitern die Kandidaten am heißen Draht, die meisten schon in der ersten Kurve. Ja, der heiße Draht, einfach wieder mal unüberwindlich. Deswegen schauen wir, wie weit wir denn hier inzwischen sind. Und soeben laufen die 72 Stunden ab. Aber es sind immer noch 3 Kandidaten im Spiel. Ich glaube, jetzt sind sie aber allmählich so müde, dass sie schon fast keinen Hunger mehr haben. Er gibt auf, er isst zwar nicht, aber ihm ist der Appetit vergangen. Der hat restlos die Nase voll und die beiden machen jetzt weiter. Und sie machen weiter bis zum bitteren Ende. Und es gibt wieder Leckerchen. Sah eigentlich so aus wie panierte Rindfleischscheiben, da hätte ich die Zubereitung noch ganz gerne gesehen. 76 Stunden sind jetzt rum. Und wieder mal wird es dunkel. Und er will wenigstens mal dran riechen. Einmal ist kein Mal. Eben, nur so ein Löffelchen. Macht doch gar nichts. Schmeckt doch gut. Wäre doch schade drum, wenn man das wegwirft. Einen für Mami. Wer macht hier das Rennen? Das würde euch auch mal gut tun. Also Kimiko, persönliche Beleidigungen verbiete ich mir. Ich denke, Sportsbacker zeigt sich da gnädig. Das haben wir schon mal gehabt bei einem anderen Wettbewerb. Bei 80 Stunden wird abgeregelt. Und das heißt, sie beide gewinnen 1 Million Yen. Großartig durchgehalten. Und jetzt heißt natürlich reinhauen. Hula, 1 Million Yen. Und das schmeckt. Nach 80 Stunden ohne Essen und Trinken und ohne Schlaf. Da können einem schon die Tränen kommen. Aber die beiden sehen eigentlich noch ziemlich fit aus. Herzlichen Glückwunsch diesen mutigen Gewinnern, Tadafumi Kurokawa und Daisuke Kikuchi. Sie können das Geld gebrauchen. Und damit sind wir beim Bagger des Tages. Ja, diese Schülerinnen, die müssen noch ein bisschen üben, sind noch nicht im Dosenalter. Platz Nummer 2 beim Bagger des Tages. Dieser junge Mann, er wollte flirten, 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 hat es dann tatsächlich noch geschafft, rein in den Aufzug. Und die Nummer 1, ja, wenn da so ein leckerer Kuchen liegt, dann scheidet man doch auch gerne aus. Wenn ihr mehr sehen wollt von diesen leckeren Spielen, dann klickt rein unter www.wofan.de und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen, euer Andreas. Und natürlich einen guten Appetit vom Lenz. Kimiko, ein Schlusswort. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.